Hallo und herzlich willkommen zu Payback und zum Main Event des Pay-Per-Views. Roman Reigns, unser WWE-Champion gegen Batista, The Animal. Mann, gestern Abend haben wir einen Livestream gemacht. Ja, war wieder ganz cool. Wir hatten zwischenzeitlich 70 Zuschauer, weil wir geradet wurden. Auf einmal waren ein paar lustige Leute dabei. Die dabei waren, wissen ja an dieser Stelle, was ich meinte. Wir haben jetzt das Main Event des Pay-Per-Views. Adrian Neville ist neuer NXT-Champion. Luke Buss hat also seinen NXT-Titel verloren. Und jetzt Roman Reigns gegen Batista. Die nächste Chance von Age of the Fall, einen Titel zu bekommen. Beziehungsweise wenn Batista hier heute gewinnt, hat Age of the Fall sämtliche Titel bei Monday Night Raw. Tag-Team-Gürtel, US-Titel und den WWE-Champion-Titel. So, und dann geht's jetzt ab, die beiden. Heute schreie ich euch mal nicht ins Ohr. Ich hoffe, dass die Zuschauerzahlen wieder da sind heute. WWE-Titelmatch. Und dann natürlich zuerst unser WWE-Champion und unsere Hoffnung, Roman Reigns. Da kommt er, unser WWE-Champion, und ich hoffe es einfach so stark, wie man nur hoffen kann, dass es heute Abend auch noch so bleibt, dass Roman Reigns WWE-Champion bleibt, egal wie. Und wenn er durch Disqualifikation gewinnt, total egal, aber Batista darf nicht WWE-Champion werden heute. Age of the Fall würde alle Titel halten bei Raw und das würde wirklich eine ekelhafte Regentschaft werden. Denn ihr kennt Age of the Fall, ja, mit denen ist nicht zu spaßen. Publikum in der Halle auf jeden Fall auf der Seite von Roman Reigns. Klar, das Publikum weiß, wenn hier Roman Reigns heute gewinnt, dann haben wir vielleicht ein bisschen Freude in den nächsten Wochen. Dann hat endlich einer Age of the Fall, ja, die Show verdorben sozusagen. Aber jetzt kommt Batista. Man nennt ihn nicht ohne Grund The Animal. Da kommt er, Dave Batista aus Washington DC. So viel weiß ich. Wie schwer er ist, kann ich euch jetzt nicht sagen. Guckt euch diesen Mann an. Dieses Tier. Ist das vielleicht das letzte Mal, dass wir Batista ohne WWE Championship sehen? Ich hoffe, ist es nicht das letzte Mal. Ja, die Fans auf jeden Fall gegen Batista, das ist klar. Es gibt ein paar Oldschool-Fans, die natürlich immer noch Batista anfeuern. Und es gibt auch bestimmt ein paar Age of the Fall-Fans im Publikum. Aber ich denke mal, dass Roman Reigns hier zumindest auf der Publikumsseite im Vorteil sein sollte. Wie das Match ausgeht, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe das böse Gefühl, Batista gewinnt. Denn Batista ist einfach heiß. Age of the Fall ist fast ganz oben angekommen. Wenn sie jetzt noch den Titel haben, dann sind sie wirklich am Olymp der Staples, der Trios. Und dann habe ich ein bisschen Angst, was dann bei Raw und SmackDown passieren wird. Dann sind die ja quasi gar nicht mehr aufzuhalten. Roman Reigns hat gegen Corey Graves zum Beispiel verloren. Nur ein Beispiel von den Niederlagen, die er hatte. Ich bin mal richtig gespannt. Dann geht's jetzt los. WWE Championship Match. Hier ist der Titel, um den es heute Abend geht. Wunderschön animiert. Batista gegen Roman Reigns. The Animal gegen the Challenger from Washington DC, weighing 278 pounds, the Animal Batista. And his opponent from Pensacola, Florida, weighing 265 pounds, he is the WWE Champion, Roman Reigns. Roman Reigns und Batista, beide sind bereit. Das Publikum wartet auf den Main Event von Payback. Dann war das wieder ein richtig gelungener Pay-Per-View. Gestern Adrian Neville, also vorgestern, als ihr das Video gesehen habt. Ich bin richtig ausgerastet, wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich's auf jeden Fall einmal angucken. Und dann geht's jetzt los. Der Referee weiß, worum es geht, wir wissen, worum es geht und dann los. Wie gesagt, meine Hoffnung liegt auf Roman Reigns, obwohl ich halt irgendwie dieses schlechte Gefühl habe. Und dann geht's los und Batista direkt mit dem Clothesline. Wenn ein Match schon so losgeht, da kriege ich ja hier schon Angstzustände. Guckt euch Batista an, schlägt wie ein Wahnsinniger auf Roman Reigns ein. Lass das bitte kein Squash werden.
Weil bisher sieht es nicht gut aus. Roman Reigns kracht jetzt da in die Ringecke und Batista macht weiter, einfach weiter. Ansatz zum Panhandle Slam. Jawohl, Panhandle Slam von Batista. Der hat jetzt schon 3, 4 Aktionen gezeigt. Und Roman Reigns tut nicht mal so, als würde er kontern. Aber ja, kann er kontern. Wunderbar. Roman Reigns kann da Batista aus dem Ring befördern, aber dem hat das irgendwie gar nichts gemacht gerade. Jetzt außerhalb des Rings. Jetzt muss Roman zeigen, was in ihm steckt. Er ist ein Bruder des Shields sozusagen. Und jetzt muss er zeigen, dass er auch alleine hier vor allem verdient WWE Champion ist. Und dass er es schaffen kann, zum hohen Drop. Wunderbar, schöne Aktion von Roman Reigns. So muss er weitermachen. Da ist wieder schön abgeduckt von Roman Reigns. Der weiß natürlich, um was es geht. Der ist der Hauptchampion bei uns in der LCW. Neben natürlich Rusev. Aber der weiß, er muss sich jetzt beweisen gegen Batista. Als Zeichen für alle Faces. Ja, Publikum feuert die beiden hier an. Oder vor allem Roman Reigns, denke ich mal. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Batista-Fans im Publikum sind. Zumindest nicht gerade viele. Ah, schön gekontert schon wieder mit dem Summerone Drop. Gut, Roman Reigns. Weiter, weiter. Und klar ist natürlich Luke Bass, der wahrscheinlich ein bisschen geknickt sein wird. Oder es ist ihm wirklich so egal, wie er sagt, dass er den Titel verloren hat. Und ein Ric Flair. Die werden Backstage sitzen. Werden sich das Match auf einem Titantron ansehen, auf einem Monitor irgendwo im Backstage-Bereich. Und werden natürlich Batista die Daumen drücken. Selbiges gilt natürlich auch für Dean Ambrose und für Seth Rollins. Die beiden Buddies von Roman Reigns. Das ist echt ein wichtiges Match in diesem ganzen Let's Play. Wir hatten bisher so keine Matches, wo sich wirklich eine Richtung entscheidet. Aber hier, glaube ich schon, kann sich eine Richtung entscheiden. Wenn nämlich Age of the Fall hier heute Abend Payback, die Payback Arena, mit allen 3 Raw-Titeln verlässt. Also quasi 4, die Tag-Team-Gürtel sind ja 2, aber ihr wisst, was ich meine. US-Titel, Tag-Team-Titel und WWE-Champion-Titel. Also wirklich der Wahnsinn, wenn sie das wirklich schaffen sollten. Aber jetzt außerhalb des Rings, Batista fängt Roman Reigns ab und zeigt hier diesen Power-Slam. Oh, das hat wehgetan. Ganz normales Match mit Regeln, wo ich es jetzt gerade sehe. Und Clothesline von Batista, Mann! Wenn der mit so einem Ding kommt, habe ich immer Angst um die Gesundheit des anderen. Reißt der Kopf ja auch fast von den Schultern. Ja, der Referee, das, was ich sagen wollte, zählt natürlich an. Es ist ein normales Match mit Regeln, Disqualifikationen, Auszählen, ganz normal. Ja, wir sind schon bei 5. Jetzt vielleicht mal zurück in den Ring. Jawohl, sie lassen beide voneinander ab. Roman Reigns und Batista jetzt wieder im Ring. Wunderbar. Und weitermachen, Jungs. Und weitermachen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, wie nennt man das? Verdienter Main Event. Genau, verdienter Main Event. Hatten sich ja beide in den Vorwochen von bei Raw immer geschont, mehr oder weniger. Hatten dann jeder mal ein Match, glaube ich. Ich glaube, es war Rusev gegen Roman Reigns. Wer hat das eigentlich gewonnen? Ich glaube Rusev sogar. Bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, und so ist es halt zu diesem Match gekommen. Batista hat sich das Match verdient. Letzter Pay-Per-View, Iron Man Match. Diese Zerlegung von CM Punk, der ja nicht mehr da ist seitdem. Ja, so kann man solche Matches auch, sagen wir mal, bestreiten. Man zermürbt den Gegner so hart, dass er gar nicht mehr wiederkommt. Und Batista, muss man ja sagen, hat in dem Match ja wirklich gezeigt, was in ihm steckt. Und deswegen haben wir auch alle so Respekt vor Batista, weil wir einfach glauben, Roman Reigns ist nicht unbedingt super gut drauf und Batista ist halt extrem gut drauf. Deswegen, das ist halt diese Mischung, die es so gefährlich macht. Und wieder Clothesline von Batista. Machen mir gerade ein bisschen Sorgen um Roman Reigns. Aber da kommt er mit dem Running STO. Das war wichtig. Oh, Clothesline, da landet Roman Reigns in der Ecke, aber wieder Konter von Roman Reigns und wieder Running STO. Die Aktionen haben wir jetzt jeweils schon häufiger gesehen. Diesen Clothesline von Batista und natürlich hier diesen, zum Beispiel diesen Clothesline von Roman Reigns oder dann doch den STO. Ja, jetzt will Roman Reigns mal ein paar Aktionen zeigen, wäre jetzt auch wichtig, wenn er mal irgendwie eine richtig harte Aktion gegen Batista bringt. Vielleicht sein Superman-Punch, das wäre ja schon was. Aber wir wissen ja bei Batista, der bringt out of nowhere diesen verdammten Spinebuster. Der hat einen CM Punk, glaube ich, 5-mal zur Strecke gebracht. Und bei Roman Reigns weiß ich ja nicht. Guckt euch das an. Batista, was eine Kraftdemonstration. Ich hab's echt mit diesen Wörtern. Oh, jetzt geht er weiter auf Roman Reigns los. Schlägt da gerade wie so ein Wahnsinniger ein. I love WWE, was denn mit dem Fan da in dem Publikum los? LCW Rules. Ah, geht weiter, Batista lässt sich hier gar nicht aufhalten. Back Suplex gegen Roman Reigns. Jetzt muss er wirklich aufpassen, der Roman Reigns, weil ich habe den Spinebuster schon wieder in der Nase. Ich kann ihn förmlich riechen, der kommt. Und da muss Roman Reigns aufpassen. Aber gut, da hat er mich anscheinend gehört. Kontert, Batista taumelt. Powerslam-Ansatz von Roman Reigns. Jawohl, Backbreaker, auch gut. Hauptsache irgendwelche Aktionen gegen Batista zeigen. Ja, jetzt schlägt er auch mal auf ihn ein, so muss das sein. Junge, komm.
Der liegt doch parat. Mach doch mal den Superman Punch zum Beispiel. Das wäre doch was. Roman Reigns, schön Samoan Drop Ansatz. Jawohl, Samoan Drop. Das ist so eine Aktion, die meinte ich mit ja eine härtere Aktion. Sehr, sehr gut. Und weitermachen, weitermachen. Superman Punch. Superman Punch. Das Cover. 1, 2. Nein, Batista kommt raus. Ich dachte, das wäre die Titelverteidigung. Speer. Speer von Roman Reigns und das muss jetzt die Titelverteidigung sein. Roman Reigns out of nowhere. 1, 2, 3 und nein, Batista kommt raus. Batista kommt raus. Wie ist er denn da gerade rausgekommen? Wie ist er denn aus dem Spear noch rausgekommen? Ich dachte, Superman Punch, okay, das könnte eng werden, aber dann der Superman Punch, der saß und der Spear hinterher. Trotzdem kommt Batista bei 2,5 raus. Wow, jetzt darf sich Roman Reigns nicht aus der Verfassung bringen lassen. Jetzt muss er weitermachen, weil das hat ihn gewundert. Spinebuster von Batista. Jetzt geht's los. Eins. Na, da kommt aber auch Roman Reigns raus. Weitermachen, Roman. Weitermachen, Roman. Ich habe so ein schlechtes Gefühl jetzt schon wieder. Roman Reigns muss einfach weitermachen. Irgendeine Aktion braucht er noch. So viel kann Batista nicht mehr aushalten, da bin ich mir sicher. Aber der Spinebuster kam halt gerade auch. Das habt ihr ja gesehen. Ah, schöne Schlagserie von Roman Reigns. Was hat er vor? Was hat er vor? Schön ins Seil gekontert mit dem Samoan Drop. Weiter, Roman. Weiter, aber dann der Konter von Batista. Der Konter von Batista. Abgeblockt und Batista macht weiter. Der Spinebuster kam schon. Ihr wisst ja, was das bedeutet. Und jetzt zeigt Batista genau das an. Jetzt will er das Match beenden. Mit der Batista-Bomb. Und jetzt setzt er an. Nein, 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 jetzt hat er ihn oben, Batista-Bomb. Bah, er kommt raus, er kommt raus. Ich dachte gerade schon, jetzt ist es vorbei, ich war schon richtig entsetzt. Und dann kommt er raus bei 2,999 Roman Reigns. Und jetzt muss er weitermachen. Jetzt sind sie beide nach den Finishing Moves ausgekickt, bei 2,9 quasi. Jetzt muss er einfach den Sieg holen. Gegen Batista. Komm, Junge. Verteidige den Titel zum Wohle aller im Roster. Komm, Roman. Das Cover, das kann es sein. 1, 2, 3. Jawohl. Jawohl. Roman Reigns pinnt Batista. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Vielleicht war auch gerade Batista einfach am Ende so verwirrt, dass Roman Reigns da rauskommt. Dass er vielleicht einen Moment nicht konzentriert war. Und dann macht es halt die Summe der Aktionen. Wunderbar, wunderbar. Roman Reigns beendet den Pay-Per-View mit einer Titelverteidigung gegen Batista. So kann's gehen, so kann's gehen. Ich hoffe, dieses Match und der ganze Pay-Per-View hat euch gefallen. Wir sehen uns bei Monday Night Raw. Ja, die LCW geht steil Richtung, ja, Survivor Series, würde ich mal sagen, ist der nächste riesige Pay-Per-View. Natürlich kommen da noch kleinere. Dann kommt der Royal Rumble und dann sind wir schon bei WrestleMania. Ich rede schon wieder in der Zukunft. Wir sehen uns. LCW Rules. Hell yeah!